Der 24. Buchstabe im Alphabet wäre X. Und Sie werden es erraten. Im Great American Songbook gibt es unter X keinen Eintrag. Deshalb haben wir für heute einen weiteren Komponisten, der unter dem Buchstaben S steht, ausgewählt. Einen der produktivsten Melodienschöpfer, dessen Name jedoch kaum noch jemandem geläufig ist. Die Rede ist von Jules Stein, der mehr als 1500 Songs veröffentlichte. Zum dritten Mal sind wir zu Gast im Stift Seitenstetten und heißen Sie herzlich willkommen zur Folge 24 unserer Reihe The Great American Songbook von A bis Z. Jules Stein wurde am 31. Dezember 1905 als Sohn einer jüdischen Auswandererfamilie in London geboren und übersiedelte 1912 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Als musikalisch hochbegabtes Kind erhielt Jules Stein Klavierunterricht und spielte bereits als Teenager mit den Sinfonieorchestern von Chicago, Detroit und St. Louis. Und trotz einer vielversprechenden Karriere als Klaviersolist wendete er sich, wohl wegen zu kleiner Hände und einer Verletzung des rechten Zeigefingers, der Unterhaltungsmusik zu und spielte in Jazzkapellen und begann Songs zu schreiben. Mitte der 1930er Jahre war er als Songwriter und Sprachlehrer in Hollywood tätig. Dort verband ihn eine enge Zusammenarbeit mit den Textern Frank Loesser und Sammy Kahn. Mit Kahn arbeitete er gemeinsam an einigen Filmmusicals und schrieb regelmäßig für Frank Sinatra. Mitte der 1940er Jahre begann er für den Broadway Musicals zu schreiben. Zu seinen erfolgreichsten Musicals zählen Gypsy, Gentlemen Prefer Blondes und Funny Girl, das Barbara Streisand weltberühmt machte. Für den Song Three Coins in a Fountain aus dem gleichnamigen Film erhielt er 1955 den Oscar für den besten Originalsong. Gestorben ist Jules Stein am 20. September 1994 in New York.